Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen zu unserem Tutorial zur Version 12.0. Und in diesem Tutorial möchten wir Ihnen die funktionellen Änderungen, Erweiterungen im Bereich der Steigleitung vorstellen. Ja, auf vielfachen Wunsch unserer Kunden haben wir die Steigleitungen noch etwas erweitert, beziehungsweise das Handling mit den Steigleitungen. Und hierzu haben wir eigentlich folgende Leistung umgesetzt. Die erste Leistung ist das Verschieben von Steigleitungen. Dazu rufe ich mir mal zwei Zeichnungen auf. Hier lasse ich noch die Räume kurz aktualisieren. Und ich setze mir die mal hier auf dieser Zeichnung nebeneinander, dass man die so ein bisschen verfolgen kann. Ich habe also hier zwei Steigleitungen, die vom Kellergeschoss entsprechend hochlaufen in das Erdgeschoss und dann ins Obergeschoss. Und aus der Praxis haben wir dann eine Rückmeldung bekommen. Es ist manchmal schwierig, diese Steigleitung dann zu verschieben, weil diese Verschiebung dann in den einzelnen Geschossen angepasst werden muss. Das haben wir jetzt wie folgt umgesetzt. Ich hätte hier so eine typische Situation. Ich möchte diese Kellergeschoss-Steigeleitung soll hier in dem Bereich der Wand hochlaufen. Und hierfür kann ich mir diese Steigleitung markieren, kann mir unter dem Menü Netz die Funktion Steigleitung verschieben aufrufen und kann dann entscheiden, ich möchte die von diesem Punkt hier entsprechend in die Wand verlegen. Und lasse mir die dann entsprechend verschieben, bestätige diese Eingabe und bekomme dann eine Meldung, dass entsprechend die Leitungen im Erdgeschoss, im Obergeschoss und im Untergeschoss verschoben wurden. Und man sieht das auch sofort. Hier in der Erdgeschosszeichnung wird dann die Leitung entsprechend mit verschoben. Ich kann die noch mal ein bisschen in die entsprechende Wand hineinsetzen. Also das können Sie beliebig oft verschieben und können dann entsprechend diese Leitungen hier versetzen und jedes Mal werden die angebundenen Steigleitungen mit verschoben. Naturgemäß hat das für die Anbindesituation dieser Leitung gewisse Grenzen. Wenn Sie also diesen Steigleitungspunkt jetzt deutlich hier raus verschieben, wird diese Leitung irgendwann, diese Anbindeleitung nicht mehr sauber mit verschoben. Hier dieses T-Stück an dem Heizkörper ist dann irgendwo der Grenzpunkt, wo dann die Leitung entsprechend rauslaufen würde, beziehungsweise hier eine Überlappung dann irgendwann stattfindet. Das muss man ein bisschen beachten. Aber Sie haben jetzt sehr schön die Möglichkeit, Sie sehen das hier unten im Keller habe ich gar keinen richtigen Bezugspunkt für diese Steigeleitung, aber im Erdgeschoss habe ich jetzt hier einen Bezug, wo ich dann sagen kann, jawohl, ich möchte diese Steigleitung näher an die Wand verschieben. Sie haben also hier die Möglichkeit, dann orthogonal eine Verschiebung vorzunehmen. Und dann wird Ihnen eben auch im Keller und im Obergeschoss die Leitung so angepasst, wie Sie die im Erdgeschoss entsprechend verschoben haben. Ja, das ist die eine Leistung, dass ich hier die Steigleitung verschieben kann. Ja, jetzt noch eine Besonderheit beim Verschieben der Steigleitung. Ich habe hier nochmal eine kleine Situation vorbereitet mit einem Ventil hier in der Steigleitung selber und einem Ventil, was hier in der abgehenden Leitung zu der Steigleitung sitzt. Ich markiere mir mal diese beiden Steigleitungen und rufe nochmals die Funktion Steigleitung verschieben auf. Und Sie sehen, dass ich jetzt diese Steigleitung so weit runter verschiebe, dass dieses Ventil hier in der Teilstrecke keinen Platz mehr haben wird. Ich bestätige das mal und jetzt kriege ich hier eine entsprechende Meldung. Es sind meine Steigleitungsstrecken in allen Geschossen verschoben worden. Und ich habe hier eine Fehlermeldung für das Bauteil, was eben nicht automatisch mit verschoben werden konnte. Bauteil außerhalb Leitung. Ich kann mir dieses Bauteil dann hochzoomen lassen, gerade bei großen Netzen mit Sicherheit eine Erleichterung. Und ich muss dann hergehen über Bauteil Dragon. Und das dann wieder in die
entsprechende Teilstrecke einfügen. Bei unserer Steigeleitung, da muss ich mal kurz die Sichttiefe ändern, dass wir das nochmal sehen. Da wird das entsprechende Einbauteil einfach mit verschoben. Ja, das nochmal für diese besondere Situation, Ventile, Einbauteile an der Steigleitung. Dann gibt es eine zweite Leistung, die sich auf die Steigleitungshöhe bezieht. Die Steigleitungen haben ihre Höhe entsprechend aus der Platzierung heraus. Und man kann sich dann eine Situation vorstellen, dass sich zum Beispiel ein Geschoss verändert. Hier das Erdgeschoss setze ich jetzt einfach mal auf 3,20 Meter Rohbauhöhe. Oh, das wären jetzt 3.200 Meter. 3,20 Meter Rohbauhöhe. Und ich kann mir jetzt mal die Steigeleitung hier entsprechend markieren und kann dann wieder unter dem Netz die Steigleitungshöhen aktualisieren. Und dann sehe ich, dass jetzt alle verbundenen Steigleitungselemente überprüft wurden und vier Steigleitungselemente wurden angepasst. Wenn ich nochmal auf die Höhe drauf gehe von dieser Steigleitung, sehe ich, dass hier aus der Geschossinformation dann die entsprechende Höhe mit übernommen wurde. Damit einher geht jetzt auch, wenn ich aus dem Menü Heizung zum Beispiel hier die doppelte Steigleitung platziere und ich kann die einmal hier im Kellergeschoss platzieren und einmal im Erdgeschoss. Dann sehe ich auch gleich, dass diese Steigleitung sich die Höhe aus der Geschossinformation nimmt. Also die Information, die im Geschoss angelegt wurde für die Rohbauhöhe, wird dann auch defaultmäßig vorgeschlagen für die Steigleitungshöhe meiner Steigleitung. Ja, die beiden Funktionalitäten stehen dann praktisch in Verbindung. Dann haben wir einen kleinen Fehler korrigiert, der für die nächste Funktionalität, die ich Ihnen vorstelle, wichtig ist. An unserer Anlage können wir einen Anlagennamen mit uns führen. Das ist hier in diesem Fall Heizung Haus 1. Und diese Information wird an alle Steigleitungen zuverlässig jetzt weitergegeben. Das ist deshalb auch wichtig, weil wir die Steigleitungsbeschriftung erweitert haben. Wir können also jetzt mit der Funktionalität Netze, Beschriftungen, denn so, jetzt habe ich sie selber nicht gefunden. Heizung, da. Unter dem Menü Heizung habe ich die Steigleitungsbeschriftung. Und hier haben wir einfach mehr Möglichkeiten zu beschriften. Ich kann also bis zu 5 Spalten beschriften und ich kann dann in den jeweiligen Spalten unterschiedliche Informationen abfragen. Eine neue Information, die ich abfragen kann, ist der Anlagennamen. Das wäre dieser Name, der jetzt neu mitgeerbt wird. Dann kann ich den Netznamen, das ist also der Name von der Steigleitung selber, im Grunde mitbeschriften. Und was viele Kunden vermisst haben, wir können jetzt auch das DN beschriften. Sie können da auch noch Vortexte eintragen nach Belieben und können dann eben so Beschriftungen für die Steigleitung entsprechend verwenden. Hier vielleicht noch ein Hinweis, den wir auch häufiger im Support begegnen. Wenn Sie eine Steigleitungssituation haben, wo der Start der Steigleitung identisch ist mit dem Leitungsverlauf, dann bekommen Sie hier nur eine Leitung ausgewertet. Also wenn ich im Moment liegen diese beiden Leitungen, die Sie hier sehen, auf 100 Millimeter und ich setze die jetzt mal auf 0, dann sitzen die absolut identisch mit der hier gewählten Steigleitung und dadurch erkennt die Nova in dieser Steigleitung nur eine Teilstrecke, die hier von 0 hochgeht bis auf 3,20 Meter, in dem Fall hier im Erdgeschoss.
Und nur wenn sich aus der angeschlossenen Leitungshöhe zwei Teilstrecken ergeben, also noch ein Stück unterhalb der Leitung ist, ergibt sich das, was oftmals gewünscht ist, habe unten ein Stück Rohr, das kommende Rohr hat eine Nennweite und das nach oben weiterlaufende hat eine gewisse Nennweite. Dafür muss man dann die Höhen so wählen, dass hier auch wirklich zwei Steigleitungen entstehen und dann entsprechend auch, wenn ich jetzt in die Berechnung gehen würde, berechnet würden und dann entsprechend ausgefüllt würden. Da muss man so ein bisschen drauf achten. Absolut identischer Abzweig mit dem Startpunkt der Steigleitung ist dann für uns nur eine Teilstrecke und dementsprechend wird dann auch nur eine Teilstrecke beschriftet. Ansonsten muss man jetzt für einen kleinen Höhenunterschied sorgen, wenn man dieses ankommende Leitung, abgehende Leitung an der Steigleitung beschriften möchte. Ja, dann noch eine kleine Ergänzung zu den bereits gezeigten Funktionalitäten an der Steigleitungsbeschriftung. Alternativ zu den Werten, die ich hier von der Information der Steigleitung selber abgreifen kann, kann ich an der Beschriftung auch eine freie Texteingabe vornehmen. Diese freie Texteingabe wird nicht an die Teilstrecke der Steigleitung oder an die Steigleitung selber zurückgeschrieben, sondern ist wirklich nur in der Bauteilbeschriftung verankert und wird dann eben hier an die Beschriftung mit herangetragen und kann als Zusatztext verwendet werden. Hier gibt es eine Besonderheit, wenn ich hier nochmal eine Teilstrecke hinzufüge, die jetzt auf einer anderen Höhe verläuft. Ich mache mal hier auf 500 mm nochmal eine abgehende Leitung im Grunde. Dann kommt eine zusätzliche Teilstrecke auf dieses Steigleitungssymbol und ich kriege hier einen zusätzlichen Eintrag für meine Steigleitung. Wenn ich jetzt mit diesem Netz in die Berechnung gehen würde, würde man hier eine Nennweite wiederbekommen. Aber es gibt dann die Besonderheit, dass diese Textwerte sich hier unter dem freien Texteingabe nicht erweitern. Auch wenn ich hier das Objektgeometrie regenerieren nutze, wird das nicht erweitert. Hier muss ich herangehen, rechte Maustaste neu und muss mir diese Information nochmal holen. Und dann sehe ich jetzt an dieser neu gesetzten Beschriftung, bekomme ich dann einen weiteren Texteintrag unter der freien Texteingabe und kann damit diesen Wert entsprechend hier auch belegen. Ja. Ja, das waren die Neuerungen im Bereich der Steigleitung. Und in diesem Zusammenhang oder in diesem Tutorial möchten wir Ihnen auch noch ganz kurz eine Neuerung in den Reports der Heizungssanitärnetze zeigen. Also diese Änderung gilt für beide Netze. Und exemplarisch zeige ich es hier mal am Heizungsnetz. Unsere Heizungsteilstrecken führen zwei Informationen mit sich, die sich unsere Kunden schon häufiger für eine optionale Auswertung gewünscht haben. Das eine ist der Leitungstyp. Ich habe also hier zum Beispiel die Stockwerksleitung, hier hinter diesem Steigleitungssymbol die Teilstrecke hätte die Steigleitungsinformation. Oder hier habe ich eine Einzelzuleitung an den Heizkörper. Und die zweite Information, die ich habe, ist ein Medium. Hier entweder das Medium Vorlauf oder das Medium Rücklauf. Und diese beiden Informationen, Leitungstyp und Medium, wurde vielfach gewünscht von der Kundschaft zur differenzierten Materialermittlung. Bei Heizung war es eher der Leitungstyp, bei Sanitär wurde vielfach das Medium nachgefragt. Wir haben jetzt in den Berechnungen Heizwassernetze, also Rohrnetzberechnung Heizung und Trinkwasserberechnung, dies umgesetzt. Und wenn Sie ein entsprechend berechnetes Netz haben, ich lasse es hier einmal noch mal kurz durchrechnen, können Sie unter den Funktionen
Liste erzeugen, sich zum einen hier einzelne Listen erzeugen. Diese Listen werden in so einer Excel-Vorschau angezeigt. Ich nehme mal hier zum Beispiel das Rohrmaterial für die gesamte Anlage. Und dann sehen Sie, dass hier neu die Information Medium und Leitungstyp ausgegeben wird. Das ist also für die einzelnen Listen umgesetzt und für den Bericht, für den gesamten Bericht, Sie unter Bericht erzeugen, würden Sie jetzt hier eine neue Option vorfinden. Wie soll die Materialliste erzeugen? Da können Sie wählen, Standard ist das, was wir früher ausgegeben haben. Und ich kann dann wählen, ob ich eine Liste mit Leitungstyp haben will, mit Medium oder mit Medium und Leitungstyp. Exemplarisch zeige ich mal die Liste mit Leitungstyp und dann sehen Sie hier im Netzreport, ich zeige den noch etwas größer auf die Seitenbreite, das ist die normale Berechnungsdarstellung und danach kommt jetzt gleich die Ventilübersichten und die Materialauflistung. So, und hier bei der Materialauflistung geben wir jetzt eine zusätzliche Spalte ein für den Leitungstyp. Die wird hier alphabetisch runter gelistet und dazu kommen dann hier die entsprechenden Nennweiten und dazu passen die Längen. Ich habe also hier an der Steigleitung kann man das schön sehen. Ich habe eine DN12er Steigleitung mit 12 Metern, eine DN15er Steigleitung mit 11 Metern. Und auch bei den Bögen und bei den T-Stücken wird dann immer eine Zuordnung gefunden zu den einzelnen Leitungstypen und zu den entsprechenden Nennweiten. Das Gleiche setzt sich dann fort. Im Bereich der Isolierung, auch hier können wir wahlweise nach den Leitungstypen und auch nach dem Medium unterteilen. Vielleicht können wir uns das noch ganz kurz anschauen, wenn ich also den Bericht erzeuge und dann das Liste mit Medium anzeige, dann sehen Sie, ich blätter die mal kurz von hinten auf. Da sind die Rohre. Hier sind also die Rohre und dann wird hier unterschieden einmal nach Rücklauf, einmal nach Vorlauf und dann die jeweiligen Nennweiten mit ihren dazugehörigen Leitungslängen und genauso für die Bögen. Das bietet die Chance, sowohl im Heizungsumfeld wie im Sanitärumfeld, je nach Leitungstyp und Medium dann separaten Massen ziehen zu können und davon dann eventuell auch Isolierung in ihrer Materialart abzuleiten. Das muss also nicht mehr alles in der Berechnung bis ins Detail. Gerade die Ummantelung der Isolierung können dann über solche Listen schneller abgeleitet werden. Ja, das war noch eine kleine Erweiterung für die Listen im Material der Netze. Bezüglich der neuen Materiallisten gibt es dann noch eine wichtige Ergänzung, die man kennen muss. Und dafür habe ich hier nochmal unser Beispiel etwas manipuliert. Sie sehen hier, dass ich als Medium normal den Vorlauf habe und hier als Medium normal den Rücklauf. Und manchmal nutzen unsere Kunden dann die Einstellung des Mediums auch für farbliche Veränderungen, besondere Übergaben wie hier Warmwasservorlauf, Warmwasserrücklauf, die ich dann noch mit besonderen Farben in der Layer-Tabelle verbunden habe oder eingestellt habe. Und bei dieser neuen Leistung im Report muss man dann wissen, dass in der Berechnung selber wirklich wir nur in Vor- und Rücklauf denken, beziehungsweise bei Trinkwassernetzen in Kalt, Warm und Zirkulation. Auch wenn Sie zum Beispiel Kühlnetze anlegen mit entsprechenden Layer oder Sie machen im Trinkwasserbereich, bauen Sie sich ein Netz für die Regenwassernutzung auf oder sowas, das kommt in der Berechnung als separater Layer, als separates Medium nicht an und demzufolge können wir es auch nicht auswerten. Also obwohl ich jetzt hier einen Teil
der Leitung auf diesen Warmwasser-Layer umgelegt habe, Sie sehen, berechnungstechnisch oder in der Berechnung selber sind das weiter Vor- und Rücklaufleitungen und da wird keine Unterscheidung getroffen. Das muss man also im Vorfeld wissen, dass wir diese Layer- oder Mediumsunterscheidung nicht bis in die Berechnung führen. Wir hoffen, dass Ihnen diese Informationen weiterhelfen und bedanken uns für die Aufmerksamkeit.